Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich heute diese Seite mit euch gestalten. Jetzt muss ich überlegen. Also, ich habe dieses Mädel aus diesem Sketch Coloring Book. Das gibt es im Action. Und da habe ich tatsächlich einfach nur ein paar Spritzer drauf gemacht in Blau und in zwei unterschiedlichen Grüntönen. Also nichts Aufregendes, aber ich finde den Effekt super. Der passt richtig schön dazu. Und ich habe mich für dieses Papier entschieden. Das ist aus dem Block Forest von Stamperia. Glaube ich, so heißt das. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich nur nicht so ganz sicher. Schneide ich die Kleine aus oder reiße ich? Aber ich tendiere zum Reißen. Ich habe mir ja auch schon ein paar Stempel hingelegt. Das brauchen wir auf jeden Fall, denke ich, auch gleich. Und da schauen wir einfach mal. Ich werde das jetzt mal reißen und wir gucken uns mal das Ergebnis an. Dann können wir immer noch ausschneiden. Ich versuche jetzt erstmal in so kleinen Etappen vorzugehen. So, okay, ich glaube, so lasse ich's. Ich finde es gar nicht so schlecht. Was natürlich jetzt als allererstes kommt, wir distressen. Ohne distressen geht ja gar nichts. Das ist doch einfach so. Okay, einmal in die Farbe rein. Und hier müssen wir jetzt ordentlich distressen, weil das Weiß ist natürlich, das müssen wir jetzt ein bisschen aufbrechen. Das ist einfach zu heftig jetzt. Okay, ich glaube doch, das können wir so lassen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr Farbe drauf. Da bin ich noch nicht ganz so sicher. Was ich allerdings, glaube ich, noch mache, ist, wir nehmen noch das Papier dahinter so ein bisschen als Rand. Da muss ich jetzt allerdings mal schauen. Dieses Papier ist normales Druckerpapier. Das habe ich allerdings in Tee, ja, gebadet, nenne ich es jetzt mal, und danach getrocknet. Und dann sieht das ungefähr so aus. Das kann man auch mit Kaffee machen. Ich mag aber den Geruch nicht, der danach entsteht. Viele andere mögen den, ich mag den nicht. Deswegen muss bei mir Tee herhalten. Das ist dann von der Farbe auch immer ein bisschen anders. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ach so, wenn ihr da zum Video möchtet, müsst ihr Bescheid sagen. Dann machen wir das auf jeden Fall. Aber ansonsten würde ich das, glaube ich, dahinter geben wollen, oder? Ich weiß nicht, diese Brauntöne passen, glaube ich, nicht so schön zusammen. Ich reiße das erstmal wieder, weil gerissen werden sollte es auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir mal weiter. Also, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt hier dran, ne? Und da brauchen wir auf jeden Fall dieses Papier. Habe ich mal was zum Unterlegen hier hinten? Legen wir einmal unter und dann brauchen wir den. Hier brauche ich jetzt kein Stempelkissen oder irgend so. Ach, Stempelkissen sage ich schon. Wie ist es denn jetzt? Acrylblock. Mein Gott. So, okay. Stempel sind ausgepackt. Ach so, die Tütchen verlinke ich euch auch nochmal. Ich finde das super praktisch mit diesen Tütchen und den Stempeln. Das mache ich doch, bevor da Fragen kommen. Und jetzt gehe ich einfach hier so ein bisschen wuselig an dem Rand hier entlang, natürlich nur so ein bisschen. Und dann das Mädel. Das Mädel ist halt noch zu blass, ne? Ich habe halt Angst, es dunkler zu machen. Aber wir kommen nicht drumherum. Also sie muss noch weiter. Ich mache das jetzt nur ganz zart erstmal. Ja, viel besser. Ja. Okay, wir gehen nochmal in die Farbe. Und schon sieht es besser aus. Ja, viel, viel besser. Also immer ein bisschen rantasten, nicht sofort alles da drauf. Aber mit Distressen wird doch immer alles besser. Okay, finde ich gut, mag ich. Und ich glaube, das würde ich tatsächlich festkleben. Das machen wir auch. Jetzt weiß ich leider nicht, wie das Papier auf Flüssigkleber reagiert. Ich teste das mal eben. Okay, ich denke, das geht.
Na, also wir sehen, da ist nichts durchgekommen. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht ändert. Das hier würde ich allerdings mit dem Mäuschen machen, weil das so von der Struktur... Ach, du ahnst es nicht. Okay, das ist mir noch nie passiert. Moment. Okay, wir machen das jetzt nur im Inneren. Okay. Ganz liebevoll jetzt. WTF. Wie gesagt, ganz liebevoll machen wir das jetzt. Ja, mit doppelseitigen Klebeband kann man das natürlich auch machen. Aber wie gesagt, das hier ist mir tatsächlich noch nie passiert. Aber es gibt ja für alles das erste Mal. Das war jetzt hier. Gut, dass das andere Bild da drauf ist, sonst hätten wir das nochmal neu machen müssen. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay, also. Das muss schön an den Rand dran. Ansonsten kann man da auch noch mal ein bisschen mit abschneiden oder so, wenn das nicht so richtig ist. So, wie ihr seht, dann haben wir hier diese Kante. Da haben wir die Struktur noch. Okay, geht das jetzt ja auch schief? Auf den einen ging es dann gut und hier geht es dann jetzt schief, ja? So in der Richtung. Damit da nicht zu viel an einer Stelle ist und das vielleicht doch schief gehen könnte. Und ich zumindest auf jeden Fall, Moment, auf der Seite brauche ich ein bisschen mehr dann. Die Kante hier safe an der Seite dran haben möchte, das möchte ich auf jeden Fall. Machen wir das einmal so und das ziehe ich ein bisschen auseinander. Gut, eignet sich dieser Silikonpinsel perfekt für. Und dann kleben wir das doch einfach mal da drauf. So. Sehr schön. Okay, mag ich. Mag ich. Okay. So, das kann man noch machen. Gut. Wegnehmen, das kann ich wegnehmen. Mein Klebemäuschen packe ich jetzt mal ganz weit weg. Wir beide verstehen uns heute scheinbar nicht so gut. Und dann geht es eigentlich schon fast ans Dekorieren, würde ich sagen. Ich habe mich für was entschieden und zwar für meine beiden Tinten. Die kennen wir ja schon, das ist die Goldfarbe. Ich habe das Ganze allerdings auch in Weiß. Das ist diese und einmal diese. Das kann ich euch tatsächlich unten auch verlinken. Ob ich die finde, weiß ich nicht. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal verlinkt. Ich verlinke euch das unten, weil das ist Tinte, ganz normale, die kriegt ihr bei Amazon. Aber die hat halt einen schönen Effekt. Wichtig ist, dass man das gut schüttelt. Dann nehme ich das hier wieder. Und dann kann man damit eigentlich ganz coole Effekte machen. Wie gesagt, das hier ist, wenn es getrocknet ist, sieht es komplett nochmal anders aus, als wie wenn das nass ist. So. Und ich möchte das jetzt auch nur... Ja, komm, der letzte da... rumherum haben, glaube ich, ja. Das hier mache ich einmal sauber, wobei, vielleicht gibt es einen geilen Effekt. Ich habe hier ein kleines Glas Wasser neben mir stehen. Moment, ich zeige euch das sofort. Ja, hier. Weil diese, und hier ist es jetzt so, die ist ein bisschen fester zum Schreiben oder so, ist das dann auch gut. Seht ihr schon? Und dann nehme ich mir eigentlich immer so.
Also die Tropfen, die abgehen, das ist okay. Ansonsten gehe ich dann noch mal in das Wasser rein. Das verdünnt sich dann natürlich ein bisschen. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil die wirklich von den Pigmenten her sehr gut ist. Man kann das natürlich auch mit Acrylfarbe machen oder so. Das ist gar kein Thema. Und ich glaube, ja, vielleicht noch ein bisschen. Gehen wir aber noch mal in die Farbe vorher. So. Ja, mehr machen wir nicht. Ich packe die Feder da wieder rein. Das sollte man nicht tun. Ich mache das jetzt wegen des Videos nur. Ansonsten würde ich das nicht machen. Das immer sofort schließen am besten, damit es nicht austrocknet. Okay. Und dann würde ich sagen, wir packen da noch ein paar Halbperlen drauf. Ich würde sagen, wir nehmen wieder die, ne? Als ob ich keine anderen hätte. So ist das jetzt halt, ne? Manchmal nimmt man irgendwie immer wieder dasselbe. Ich weiß auch nicht. Okay, ich würde sagen, so zwei, drei große. Ja, ja, so ganz große auch noch. Waren wir da schon mal dran? Weiß ich nicht. Und eine in dunkel, bitte. Und dann einmal die hier. Bitte nichts Gelbes. So. Dann würde ich sagen, packen wir hier noch zwei hin. So. Wobei die fallen hier unten, glaube ich, gar nicht so auf. Und eine einzelne würde ich... Oder oh, komm, machen wir auch zwei. Nee, die fallen dann nicht so auf. Hier die drei finde ich gut. Ich klebe die anderen aber auch auf. So ist das nicht. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass das hier wieder funktioniert. Achso, ich brauche, also ich nehme da immer den für. Das klappt ganz gut damit. Das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist mir die Pünktchen setzen, wo das Ganze hin soll. Das ist einmal hier. Ich würde sagen, so lassen wir es. Ich bin damit ganz zufrieden. Ich finde es ganz schön. Der Fokus soll ja auf ihr hier liegen und ich finde, das tut es auf jeden Fall. Und somit habt ihr noch eine weitere Idee, was ihr mit diesen Malbuchbildern machen könnt. Ihr könnt sie natürlich auch ausmalen oder irgendwelche anderen Dinge machen, je nachdem, wo ihr da so Interesse dran habt. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ansonsten bis schon ganz bald.